Hallo zu einem neuen Video. 80% aller Excel-Arbeitsmappen haben Fehler. Einer der häufigsten Fehler ist der Überlauffehler. Wenn du wissen willst, wie sich dieser lösen lässt, dann bleibe dran. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt abonnieren, damit ich noch mehr Videos dir anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Was bedeutet nun der Fehler Überlauf in Excel? Es ist ein Fehler, der auftritt, wenn eine Formel nicht mehrere Zellen mit den berechneten Ergebnissen füllen kann. So viel zur Theorie, sehen wir uns dazu ein Beispiel an, was ich damit genau meine. Wie hier zu sehen, habe ich nun eine Reihe von Buchstaben eingefügt, das können auch Zahlen oder auch mehrere verschiedene Textzeichen sein. Im Wesentlichen geht es mir darum zu zeigen, wenn ich nun folgende Anweisung durchführe, ein ist gleich in der Zelle D5 und mit der Maus nun diesen Bereich selektiere, C5 bis C11 und anschließend auf Enter drücke, erhalte ich nun automatisch für jede dieser einzelnen Zellen den entsprechenden Wert. Nun kann es aber sein, wenn ich einen Schritt zurückgehe und hier eine Zahl oder auch Buchstaben einfüge und dieselbe Anweisung noch einmal durchführe. Eines gleich, Selektion und erhalte nun diesen berühmten Fehler Überlauf. Das liegt eben daran, wie eingangs erwähnt, dass dieser nicht durchgeführt werden kann, weil sich in dem Selektionsbereich ein Wert bereits befindet. Leider gibt es in Excel keine Option, um so einen Überlauffehler zu deaktivieren. Das bedeutet, man muss sich die Arbeit machen, die Ursache dafür zu finden. Das kann einerseits eben sein, dass ein Wert hier eingetragen ist. Es kann auch etwas herausfordernder sein, und zwar auch ein Leerzeichen, das man optisch nun schwer erkennen kann. Es kann auch sein, eine versteckte Zeile. Vereinfacht gesagt, die Lösung besteht einfach darin, den Überlaufbereich von blockierten Daten zu befreien. Man kann auch, wenn man sich nicht sicher ist, hier auf dieses kleine Warndreieck klicken und bekommt den Hinweis, der Überlaufbereich ist nicht leer. Das ist ein kleiner Hinweis, weshalb sozusagen dieser Überlauffehler entsteht und wo man am besten nun sucht. Wie ihr seht, könnt ihr damit diesen Fehler beheben. Falls du Fragen dazu hast, dann lass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu helfen und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!